Nur das eine. Def Jam 100% R&B and Hip Hop. Auf defjam.de. In den Binu Club und die haben Bock zu zeigen, dass sie rappen, die wollen ihre Texte präsentieren, ihre Freestyles präsentieren und hier heißt es, alle zwei Wochen dadurch wieder und ich will euch alle hören, Rapper Mittwoch, kommt alle mit doch, wenn ihr nichts mit Hip-Hop am Hut habt, müsst ihr gehen, so sieht's aus, Rapper Mittwoch, kommt alle mit doch, wenn ihr nichts mit Hip-Hop am Hut habt, müsst ihr gehen, DJ P, alle Hände hoch, Freunde, alle Hände hoch, auch du, Kollege, auch du, auch du, ja, Hip-Hop hier, Hip-Hop, ich will euch alle hören, los geht's, wenn der Beat anfängt, kommt schon, ey, Rapper Mittwoch, kommt alle, wenn ihr nichts mit Hip-Hop, da müsst ihr gehen, Rapper Mittwoch, kommt alle mit doch, wenn ihr nichts mit Hip-Hop, ich will euch hören, Rapper Mittwoch, kommt alle mit doch. Noch lauter! Nur die Frauen! Und jetzt die Männer! Alle zusammen, Rapper Mittwoch! Kommt alle mit doch! Wenn ihr nichts mit Hip-Hop am Hut habt, dann müsst ihr gehen, Rapper Mittwoch! Kommt alle mit doch! Wenn ihr nichts mit Hip-Hop am Hut habt, müsst ihr gehen! Wo sind die MCs heute hier? Ich schreibe Rap-Texte mit einem Dreckslächeln. Rap-Level, ich bring Deutsch-Rap zum Next-Level. End-Battle, ich brüste mich mit diesem Flow. Du brüstest dich wie Monospus, Silikon, wie gewohnt. Schieß dich so, garantiert gute Zeit. Was passiert, du frisst bei, attackiert, du bist ein Blatt Papier, coole Zeit. Anspruchsvoll und voll nach jedem Flug. Auch die Landung vollkommen so auf den Boden. Steig ich sofort in den Ring, ich bring die Stimmung zum Kochen. Und das Schauspiel kann beginnen, da hilft kein Flehen oder Hoffen. Das wird euch nicht in den Ring, ich bring die Stimmung zum Kochen. Das Schauspiel kann beginnen. Ja, so sieht das aus, das ist seine Majestät. Egal, ob ich morgen irgendwo in der Zeitung stehe. Ich repräsentiere heute Dresden und nehm jeden MC den Wind auf den Segel. Ich hol die Plattenspiele aus dem Keller und staub sie ab, denn seit 2008 war's für mich ein Auf und Ab. Doch ich bin jetzt da, Textstark, MCs labern Unsinn und für die politischen Ansichten einfach zu dumm sind. Muss mir nicht gut reden, wieder fragen, ob ich Gigs geb. Gib mir das Mic 2 Minuten und du hüpfst mit. Kein Problem, ich mach das in Sport, ab den Olympics. Wir kümmern's, Spiel fährt die Bühne und wir zertrümmern es. Kennen keine Regeln außer Regeln am Mischpult, dreh mir die Finger wund. Beleidigen Bullen ohne Hintergrund. Rebell der Gesellschaft, wink mich Penner an die Welt, macht der Typ mit mir Doppelreim. Selbst Money Boy stellt seinen Swag ab. Wack MC taumeln, metaphorische Pflaumen. Seit ich da bin, von den anderen Leute keine Hits mehr brauchen. Schwerpenklassen besser, wie seid ihr als Taschenmesser? Und Frauen leiden wie Männer und stinken nach Aschenbecher. Surreal ist bekannt, mit nem Mikro in der Hand spuck ich Töne so charmant gegen jede Zimmerwand. Poster aufgehangen, mit der Fresse voll Persönlichkeit. Nenn mir einen Rapper, der in deiner Welt noch schöner schreibt. Mörderlines mit Charisma, meine Sorte Satan. Fröhlichkeit werd ich vom besten Haze. Amnesia, mache deine Gegend klar. Nein, ich hab kein Partyflow. Nimm dich etwas ernster, das ist surreales Radio. Denn er sind dir noch zuzuhören. Satan gibt nicht auf, mich auf seine Seite einzuschwören. Sünden in Folge, doch für beide keine Zeit. Doch ich hab noch 20 Jahre voll mit Hölle, Scheiße, Leid. Shit, ich represente nur mich selber und mein Flow. Mann, mich braucht gar keiner kennen, denn danach ich rock die Show. Tschüss ist grad der Name, we say Hip-Hop ist der Slang. Meine Gang ist der Shit, ich spit nur für mich, Pete. Yo, was soll ich sagen, Leute, ich bin ein Weimer. Ich bin zwar kein Berliner, doch bald bin ich vielleicht einer. Yeah! Das hier ist der Schleimer, doch bin ich der Rapper, so wie I, ja? Auf jeden Fall, wir sind ne echte Fam. Dicker mit der Jacke, erinnerst du mich an Method Man? Oh. Aber du rappst nicht wie der, mit Salomo und Mike, Dicker, ich habe den Stack. Shit, der hat den Style und ich hab den Flow. Also checke das Niveau, denn es geht gerade nach oben. Shit, auch ohne Drogen, denn ich flow nur für den Flash. Das ist Reset Hip-Hop, denn ich brauch gar keinen Smash. Yo, Salomo, deine Line war gerade tight, aber wir haben was gemeinsam.
beide Nike. Deine Schuhe, meine Jacke, was geht ab? Leute, hebt die Hände und macht mit hier alles platt. Auf jeden Fall, ihr seid auf harte Drogen. Dicker, ich bin ein Seed von der Chaosloge. Ich weiß nicht, wer die noch kennt, aber ey, was geht ab? Ich glaub, die beiden hier brennen. Hier, sie tragen Nike, ich trag Adidas Ransom. Und dieser Flow, der ist garantiert nicht random. Ey, guck, ich speak diese Zeilen bis zum Ende. Shit, jetzt hebt die Hände, we say Hip-Hop ist Legende. Peace. Yo, was soll ich sagen? Der muss bei den Style leiden. Adidas, ja, aber nur mit zwei Streifen. Ein bisschen billig, weißt du, dass du mich piekst? Dein Adidas ist von der Marke Kek. Auf jeden Fall, eure beiden Flows sind krass, aber eure ganzen Klamotten sind doch vom Polenmarkt. Ist mir scheißegal, Homies. Mit Salomo, Mike, DJ Pete, das war's. Shion! Yeah! Yo! Yeah! Am 2. Januar fällt Rap am Mittwoch aus, weil wir sind mit Kool Savas auf Tour. Da wird's ein bisschen Rap am Mittwoch in ein paar Städten geben und wir werden richtig geil. In allen Städten meine ich. In allen Städten wird's Rap am Mittwoch geben. Also ich meine nicht in allen Städten Deutschland, sondern in den neuen Tourterminen. Da werden wir auf jeden Fall Action machen. Und das, was hier heute war, das, was in der Afterparty, After-Cypher, von mir aus könnt ihr das nennen, wie ihr wollt, lief, da wird ein Special draus gedreht und das bringen wir am 2. Januar raus. Zieht euch das rein, es war abartig. Salomo! Hände hoch, das ist Krawalltourist. Er springt rum, als sei er ein bisschen anal frustriert. Ah. Was ist so los mit dir? Dicker, kriegst du keinen Sex oder was? Trinkst du zu viel Bier? Und Babu, man hört dich überhaupt nicht. Dicker, wer soll denn verstehen, dass du den Sound nimmst? Alle Hände hoch für Hip-Hop! Du bist jetzt dran, los geht's! Ah, yo, ich bin der krasseste Mann. Was kann ich dafür, wenn der Typ nicht abmischen kann? Hey, tut mir leid, ich bin jetzt wieder da. Hab die Lieder am Start und ich bin wieder parat. Au, scheiße Mann, ich hab euch hypnotisiert. Und die Frau da vorne, sie studiert Psychologie. Oh mein Gott, ey, studier mal das. Lutsch mein Schwanz, ja, das ist ziemlich krass. Ja, ja. Yo, lutsch mein Schwanz und so weiter. Du hast heute wirklich gar nicht mehr kannst. Yo, Ben Salomon, pass doch heute mal auf. Du weißt es ganz genau, leider hab ich keine Frau. Scheiß drauf, ich bin out oder in. Aus Berlin geh ich nach Hause ohne Freundin. Ich bin ein King. War leider heute wieder nicht, aber ich weiß, dass es heute für mich peinlich wieder ist. Verblick. Auf jeden Fall bist du eh verzweifelt und ich frag mich, was sollen diese bunten Zebras reißen? Master Marv! Master Marv! Yeah, danke schön. Wo warst du so viele Jahre? Ah, im Exil. Ja, man sieht es nicht. Aber er ist Kung-Fu-Kämpfer. Judo. Okay, Ben Salomon, da immer, das wär's die realste Zeit bei Deutschland. Weshalb sind hier Vögel aus dem Friedrichshainer Volkspark? Was soll's, Alter? Ich zieh mir deinen Joint ab und gieß in meinen Erfolgrad. Er guckt mir in die Kamera, yeah, okay. Master Marv ist back, mit allerhand Gepäck und mit einem hammerharten Track. Ich hab mit der Mama gerade Sex, ja, und ich sagte, was ich denke. Ihr seid so hässliche kleine Standard-Fratten-Thrasher. Habt ihr mich verstanden? Master kickt die Bank weg, ihr könnt die Hand jetzt heben. Ihr könnt jetzt gerne heute Handeltraining nach hinten verschieben. Ich bin jetzt gerade da, mach keine fiesen Matenten. Ich hab einen riesigen Ständer. Ja. Mal zwei MCs auf seinen Beat sehen. Und zwar den großartigen Mighty P und Percy. Karate Andy, gründe deine Ära. Scheiß drauf, auf heute heißt ich Percy Capoeira. Ich kenn den Andy, wollt ihr wissen, wie das ist? Man ist drei Tage stoned, wenn man seine Haare kifft. Yo, und ich kenn mich da aus. Andy, der holt dich aus jeder Drogenklinik raus. Der nimmt einen Schlüssel zu jedem Dealer. Ach, Andy und ich sind dann noch ein Stoned im Siebener. Okay, ganz ehrlich, Percy, du kannst einstecken. Kannst du auch was anderes als gegen Andy rappen? Ist ja ganz egal, was du gerade.
gerade raps, Mann. Scheiß auf dein Freestyle, jeder meiner Texte ist besser als du. Also los, heb die Hände rauf, denn die scheiß D-Tones sind heute im Haus. Das ist Freestyle-Shit, ich bin Mighty P. Scheiß auf Demokratie, ich bring Anarchie. Das ist Pi zu dem Ficker, scheiß mal auf Percy, du kriegst den Ficker. Oh. Yo, denkst du ehrlich, deine Texte sind Mörder? Ach, Fettsack, schieb nicht mal so viele Burger. Ja, er meint, wir werden King, ja stimmt, bei Burger King. Ja, und ich lass dich stehen, ich mach für deine Alten auf der Couch bequem. Ja, okay, Mann. Und es lässt sich sehen, also bitte, Salomon wird es auch verstehen. Change! Okay, ich punch dich und nicht deine Mutti. Ich bin gar nicht fett, das liegt an dem Hoodie. Ist ja auch egal, scheiß auf Percy Jackson. Ich meine nicht Jackson, ich meine Percy Drax Kid. Also scheiß drauf, fick auf diese Hure, denn dieser Percy kann nix außer Muttersprüche googeln. Schneid dir eine kleine Scheibe von mir ab und sei mal leise. Du spielst so die zweite Geige, bleibst alleine, bleibst der kleine Loser in der zweiten Reihe. Während ich hier einfach heiße Styles verbreite, meinen Style beschreibe, kein Detail verschweige, einfach meine Seiten zeige, weiterfeile, Meilensteine setze und mir mit Feuer meine Zeit vertreibe. Einfach kein Respekt bei dir und deinen Begleitern zeige. Nein, ich meine besser, du suchst gleich das Weite. Niemand tanzt nach deiner Pfeife, keine Eile. Hör mir zu, Mann, keine Eile, denn mit jeder weiteren Zeile wird vielleicht nach einer Weile klar, warum ich meine zeige, spielt zwischen uns beiden meine Deine. Kreise meine und mit dem Vergleich hier zeige, ich bin RV Master of Ceremony. Also bitte, 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 lass uns battlen, Homie. Und ich weiß, ich bin der Typ, der auf dem Beat rappt. Eine Frage, wer ist schon P-Zack? Also RV, los geht's, seid dabei. Ich knall abends deine Alte, also was soll denn die Frage bitte, was ich von dir halte? Du bist nur ein Lappen, kurz ein Schatten deiner selbst und wirst überrollt wie ein Straßenhockeyfeld. Ob meine Platte dir gefällt? Ich rappe über Geld, wahre Markennamen wie Prada, Zara, Gabbana. Wart mal, Partner, du laberst seit Jahren was von Plattenvertrag, aber Vater Morgana. Du kaufst BHs bei Humana, entscheid dich für Spaß wie bei der Wahl von Obama. Ich rat mal bis Solo, denn du bist ein Vogel wie das Logo auf der Brust von Nationalmannschaftskader. Feier Fastfood wie Lunch aus Privatschulen. Geh die Treppe des Erfolgs, ich nehm den Fahrstuhl. Ich find mein Part cool, sterbfrei Steve Jobs. Du dagegen wirst hier rauskommen, Detox. Wir haben jetzt auch ein Artist-Feature. Aber vorher wollen wir euch die Leute vorstellen. Mach mal Lärm für diese zwei MCs hier. Mach mal Lärm für Luke Cry. Man sollte ihn auf jeden Fall kennen. So, er ist auf jeden Fall hart unterwegs, hat geile Songs gemacht, einige Battles gemacht. Und wer diesen Jungen nicht kennt, hat von Hip-Hop in Berlin keine Ahnung und auch außerhalb. Mach mal Lärm für Furious! Rap, Freunde, ich würde gerne mal alle haben sehen. What? What? Ich hab es in der Schule erkannt. Tag rettet oft schon eine minimale Menge Skunk, pur in einem Blatt. Dann ist mehr Zeit verstrichen und ich weiß inzwischen selber auch die kleinen Titten liegen manchmal gut in der Hand. Chill im Greifswald und folge den Spuren im Sand. Bis ich glaub, es wär Miami, werde ruhig und entspannt. Werd gesucht von der Polizei, doch fühl mich vogelfrei, denn ich hab rote Bayern und 5 Liter super im Tank. Krieg einen Brief mit einem ziemlich netten Gruß meiner Bank, die sich dafür, dass mich endlich jemand buchte, bedankt. Die Jugend ist krank, lang nicht mehr bei gutem Verstand. Doch meine Oma sagt, zum Glück bist du kein gruseliger Punk, denn ich hab viele Paare gut geputzter Schuhe im Schrank. Deine Braut im Bett, die nach meiner Route verlangt. Ich dusche und dann, während ich diese Zeilen singe, hab ich es kapiert. Ich lebe für die kleinen Dinge. So, Deutschland. Kommen wir zum großartigen Artist-Feature. Wir hatten eine große Überraschung. Kontra K ist leider krank. Gute Besserung an der Stelle, aber eingesprungen sind dafür Luke Ryan, den sollte man kennen. Er hat einige Battles bestritten und auch sehr geile Musik. Sein Partner Nico. Und mit dabei haben sie natürlich noch im Gepäck Furious und Arzenkalle. Main Mo auch. Der ist jetzt nur leider nicht mehr da. Wie entstand hier dieser Song zwischen euch und so? Und er hat mir auch sehr gut gefallen. Er war sehr smooth. Und ihr könnt ihn auch hier oben eingeblendet abchecken. Ja, ist einfach passiert. Also wir waren vier Jungs, die Hunger hatten. Also Main Mo, Furious, Arzenkalle und ich. Nico und ich haben den Beat produziert. Und es ist einfach so entstanden. Am Ende hatten wir einen geilen Song, haben gesagt, lass uns ein Video dazu drehen. Dann ist ein cooles Video entstanden. Und ja, so passiert's. Wo habt ihr euch überhaupt kennengelernt? Ich meine, ihr kennt euch ja eh, aber woher kennt ihr euch eigentlich? Also Luke Ray und ich kennen uns schon 800 Milliarden, Trilliarden, Zillionen Jahre. Und so lange in der Schule warten, ne? Psst, aus privaten Gründen. Und es kam dann so, dass wir sowieso Mucke jetzt in letzter Zeit öfter gemacht haben. Und ich war ja öfter mal bei Rap am Mittwoch, dadurch habe ich Kalle und Main Mo kennengelernt. Und so haben wir vier uns dann irgendwie für diesen Song gefunden, ja. Also Arzenkalle sieht man ja jetzt öfter auch auf Beats rappen und nicht nur A Cappella Punchlines schreiben. Und ich sehe persönlich auch immer eine Weiterentwicklung. Wie findest du das? Also es
kommen auf jeden Fall auch immer mehr Leute und sagen, hey, du hast ja tatsächlich sowas wie einen Flow bekommen und so. Und ich merke jetzt auch selber, dass ich sehr viel intuitiver über Beats rappe und nicht immer nur daran denke, boah, ich muss da unbedingt irgendwie krass eine Line in diesen Takt pressen, sondern ich habe jetzt gelernt, wie oft man nicken muss im Takt und so schreibe ich jetzt Lines. Ich laufe meist jetzt durchs Zimmer und hab den Flow im Kopf und rap da zu meine Lines so. Und wenn es nicht passt, dann muss ich es halt irgendwie so schreiben, dass es passt. So. Übung macht den Meister. Luke Ryan, was wolltest du noch dazu sagen? Ich wollte nur dazu sagen, dass man auf jeden Fall gespannt sein kann auf das, was noch von Atzenkalle kommt. Das ist auf jeden Fall Next Level Shit. Jetzt können wir auch ein kleines Geheimnis lüften. Wir drei sind jetzt eine Crew, wir heißen Egoland. Egoland. Da wird auch ein Album kommen. Also quasi das erste Mal, dass Atzenkalle auch wirklich komplett in einem Prozess des Albummachens irgendwie involviert ist und es ist auch auf jeden Fall nochmal eine ganz andere Ebene. Nico und ich produzieren das Ding und es wird auf jeden Fall, glaube ich, eine Killer-Sache. Ich steh Sonntag im Bad mit dem stopfigen Bart. Pack den Rasierer weg, mach mir jetzt erst Kartoffeln mit Quark. Oder Kartoffelsalat, ich hätte doch Bock auf den Mars. Ach, ich hol mir ein Fischbrötchen auf dem Wochenendmarkt. Guck, ich komme nicht klar, wenn ich besoffen mein Schlaf. Vollkommen im Arsch, wach ich auf mit einer Olle im Arm, die mir gänzlich fremd ist. Warum bin ich so vergesslich? Auch egal, letztendlich machen all diese Storys den Tag. Ja, sowas kommt vor, ich komm später nach. Mein Gedächtnis hat mehr Lücken als Ermittlungen vom BKA. Mit dem Fahrrad durch die betonierte Wüste, Cabrio. Brenn ich mir erst meine Tüte, Haribo. Und das klingt ganzheitlich verdammt peinlich. Manchmal verdammt kleinlich und langweilig. Auch auf die Gefahr hin, dass ich bescheiden klinge. Ich lebe für die kleinen Dinge. Ja, ihr wisst, was ich steh. Der Zweite Weltkrieg ist seit über 60 Jahren vorbei. Doch dass der Rassenhass nicht bringt, ist doch nicht klar, wie es scheint. Sie wollen sein Lebenswerk weiter für noch versagen dabei. Das Wiener Schnitzel wurde mit seinen Beilagen verspeist. Euer Führer wäre sicherlich stolz. Doch traurig ist, dass ihr nicht klüger seid als Hitler sein Volk. Ich glaube nicht, dass eure Führerschaft den Hit nicht bereut. Der Augenblick ist ein Empfänger, der nicht wissen, wie es läuft. Die negative Herrschaft zieht Jahrhunderte nach und gibt den Land einen schlechten Ruf, es ist ja bunt vor Mars. Das macht aus weiter Sicht aus Deutschland einen mutlosen Staat. Denn wenn er was da wird gesagt, die reden Unsinn, die Nazis. Unser Fazit fängt wieder mal wirklich negativ aus. Dieser Staat ist seit den 40er Jahren ein elender Haufen. Keiner hisst die deutsche Flagge, jeder schämt sich, doch glaub mir, damit ist Schluss. Dann hol ich hier mein Zähnchen jetzt raus. Ich sag Spuck auf, ihr sagt rechts. Spuck auf, hey. Spuck auf, hey. Ich sag Nazis, ihr sagt raus. Nazis raus, Nazis raus. Ey, 1, 2, 3, okay. Berlin-Kreuzberg, das ist meine Heimat. Seit 1990, wie schön noch diese Zeit war. Als kleines Kind mit hoffenweise Wasser ein auf den Wallberg-Spielplatz. Es war eine Hammerzeit, ach die coole Zeit. Multikulti-Wein, Hunsrück, Grundschule, nicht mal 5 Minuten weit. Alles so praktisch, einfach galaktisch. Döner Laden gegenüber und Eis als Nachtisch. Gerangelblau, dumme Bildung und Leckerei. Von der Winkerei, nie gedacht, dass ich heute mal Rapper sei. Gott sei Dank, dass ich früh zum Rap kam. Aus dem Bauch gespittet in der Nauni. Ritze mit 11 Jahren, Kreuzberger Hinterhöfe. Denke immer noch an die alten Zeiten, wenn ich heute die Kinder höre. Multikulti, so wie es sich gehört. Verschiedene Kulturen mit dem 36-Shirt. Los geht's, die Kopfhörer auf, bin betroffen vom Sound. Die Videosequenzen vor mir von rockenden Crowd. Stell mir vor, wie ich Beats mache, die in mein Gehörgang dringen. Wie ich Wörter bring, die komplett Burner sind. Ich leb mit Burn, das stimmt. Die ganze Welt kann mir irgendeinen Scheiß erzählen. Aber ich sitze da und höre nicht hin. Ich war muckemäßig immer schon gestörtes Kind, weil der Strom dieser Takte durch meinen Körper dringt. Merk mir Melodien und da keine Sample sofort. Hab zu jedem Wort eine Zeile, nämlich Rap-Lexikon. Und der Grund, warum ich mit dir nicht rede, ist, ich hab kein Gesprächsstoff mit kein Mitglied der Szene. Es ist nicht böse gemeint, nun geht mein Herz mir auf. Bei Streichern, Pianos und Boom-Bap bei Herzenssound. Und wenn du nicht weißt, was es ist, komm her, ich klär dich auf. Nehm dich ein Spaß zurück, ich dreh den Sound der Headphones auf. I say hip, you say hop, hip, hop. Hip-hop! When I say hip-hop, just hip-hop! 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 Macht mal ein bisschen Lärm wie die legendärsten Rapper-Mittwoch-Kings, Tier und Tierstar! Los geht's, na klar, ich freestyle, ist klar, wer ich bin? Tier zu dem Star. Spooky hält das Mic, so muss das sein. Auf jeden Fall komm ich nicht mit komischen Zeilen. Ey, das ist das Freestyle Genius und Leute sehen mich rappen. Dieser Typ ist einfach serious. Ich habe Rap verändert. Es ist einfach nur magisch, wenn du in dem Battle auf mich triffst. Dein Ende tragisch. Magische Momente, Ende gut, alles gut. Oh mein Gott, und Freestyle, ja, dieser Typ, der kann es gut. Komm mal auf die Bühne, rappe überaggressiv. Die Leute wollen keine Beef, da gucken sie schief. Schreiben einen Brief an mein Postfach. Doch ich komm zu dir nach Hause, gib dir Obdachlos. Ich kann, indem ich dir deine Herberge abzieh. Deutschlands allerbester Rapper, gib ein Fuck.
den Punkt. Wenn ich einmal Freestyler, hättest du deinen Mund. Such ich einen Grund, dich zu betteln. Dann kommt es aus dem Kopf heraus, ich werd mich nie verzetteln. Bang! Ich verzettel mich genauso wenig. Denn hier zu dem Star rappt auch nicht eklig. Er rappt einfach den Scheiß auf den Punkt. Und deshalb werden sie live hier gebumst. Ich komme einfach auf die neuen Rhymes. Und die denken, kann ein Toy so sein? Nein, das kann auf keinen Fall so sein. Denn du weißt, ich komm und baller mit sein. Baller raus aus dem vollen Magazin. Und deshalb hab ich danach auch deine Holle auf den Knien. Einfach so, nebenbei, starte ich eine Schlägerei. Du machst auch ein Pflegeheim. Freestyle werde kein Problem, Mann, ich gewinne. Wie viel Titel hatte ich denn bei diesem King denn hier schon inne? Oh mein Gott, der beste Freestyle-Rapper, den es jemals gab. Ich komme einmal auf die Bühne und baue einen Sarg, eine Falltür. Du bist runter, kriegst einen Arschtritt, gehst nach Hause. Guck, ich freestyle einfach so übertrieben, ohne Pause. Luft holen und dann ausrasten. Du und deine coolen Kumpels, sie sind auch Spasten. Ihr könnt Texte schreiben, Freestyle und gerne es versuchen. Währenddessen werde ich mir einen Flug nach Miami buchen. Oh mein Gott, es ist kein Problem. Die Leute wollten mich mit Boris Becker spazieren gehen sehen. Ja, und dann steigen die Gerüchte, Küchengängigkeit. Oh mein Gott, deine Rapper-Bängigkeit. P-Sack ist der King, bald kommt die EP. Er das Texte und ich dein Freestyle-Genie. Yeah! Yo, 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 ich bin der 13. Bruder gegen mich anzusteppen. Versuchen zu rappen ist, wir laufen über heiße Kohle. Da ich irgendwas aus jeder Scheiße hole, die Preise hole, dich überhole mich dabei nicht über Kohle. Bin ich über Kohle aus deiner Berliner Metropole. Hätte nix dagegen, wenn ich wirklich auf der Bühne wohne. Mir ein Haufen Süden hole, deine Frau zum Bügeln hole. Offerier dein Lauf schon einfach grüne Zolle. Gib mir das Mic, mit dem ich einfach nur zeig, wer wem die Schaufel geigt. Bitte schweig mit dem Leid, wo ihr seid, wo du bist, ein Move und du siehst, wie es oben ist, unter den Toten ist. Dass du Futsch ist, Moment zu oben ist, weil ich dich mit Schrumpfen diss. Ob ich mir und mal drogen schmiss, du schmeißt nur was, wenn du wie ein Boop Popel frisst, Robin Red, mit Asterix Obelix. Sind der Grund, dass du bis heute immer noch solo bist. Du bereust, warum hast du dich nicht vor der Show aufs Kurve pisst. Du fischst, du schwitzt, ob du mit mir frisst, Berlin, wo seid ihr, was denkt denn lang, ja? Rapper Mittwoch, kommt alle mit doch. Wenn ihr nicht mit Hip-Hop am Ruder bist, dann ist ihr Rapper Mittwoch, kommt alle mit doch. Wenn ihr nicht mit Hip-Hop am Ruder bist, dann Rapper Mittwoch, kommt alle mit doch. Wenn ihr nicht mit Hip-Hop am Ruder bist,